Im Rahmen des aktuellen SHE-BOSS-Projekts von Laskana hat Gala Lili Paul Roncalli, 23, zum Gespräch getroffen. Dabei wirkte die Tochter von Zirkusdirektor Bernhard Paul, 74, trotz einer stressigen Woche entspannt und locker. Sie verrät, was die Beziehung zu ihren Geschwistern so besonders macht und warum sie dankbar für ihren turbulenten Alltag ist. Gala, liebe Lilly, Sie werden gemeinsam mit Ihren Geschwistern Vivian und Adrian das Roncalli-Familienunternehmen übernehmen. Wir befinden uns immer noch in der Corona-Pandemie. Alles kann sich jeden Tag ändern. Warum haben Sie sich entschieden, diesen Schritt gerade jetzt zu gehen? Lili Paul Roncalli: Wir sind im Unternehmen eingebunden, seitdem wir klein sind, aber besonders die letzten Monate waren die perfekte Zeit, um uns noch mehr ins Projekt einzuarbeiten. Wir waren viel zu Hause und konnten über unsere Zukunft sprechen. Hat jede er ein besonderes Aufgabengebiet? Meine Schwester bringt sich viel in die Castings ein und sucht die neuen ArtistInnen für die Vorstellungen aus. Mein Bruder leitet das Apollo Varieté in Düsseldorf, und ich war schon immer sehr viel wegen der Events unterwegs. Durch meine Selbstständigkeit, wie zum Beispiel aktuell im Rahmen eines Fashion-Shootings für Laskana, konnte ich auch Eindrücke und Erfahrungen außerhalb unseres Unternehmens sammeln, mit denen wir jetzt weiterarbeiten können. Es klingt, als hätten sie sich schon perfekt aufgeteilt. Wie ist Ihre Geschwisterbeziehung untereinander? Wir waren schon immer sehr eng und wurden durch unser erstes gemeinsames Projekt auch für die Arbeitswelt sehr stark zusammengeschweißt. Das war die Rollschuhakrobatik-Nummer, bei der wir das erste Mal so richtig an einem Strang gezogen haben. Das klingt nach einer sehr harmonischen Familie. Als wir jünger waren, gab es natürlich Streit, wenn ich mal was aus dem Kleiderschrank meiner Schwester geklaut habe, lacht. Aber durch das gemeinsame Projekt sind wir immer lockerer geworden. Wenn man als Familie so eng zusammenarbeitet, braucht man das auch einfach. Und das ist ein großer Vorteil.